Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist der 15.01. 2018. Und es ist jetzt 10:55 Uhr, also 5 Minuten bis 11 Uhr. Ich muss noch zum Bipper. Und wenn es dann 11 ist, dann wird es wahrscheinlich eh schnell gehen, die dreiviertel Stunde, bis meine Schwester aus hat, weil die hat dann bald Schule aus. Und sorry. Ich muss noch zum Bipper etwas kaufen. Und zwar muss ich. Ach, ist jetzt dort. Keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Bock da oben zu gehen, das holen. So eine Box mit meinen Kunstnägeln. Also meine Nagelbox, wo halt die Nägel drin sind. Muss ich was das kaufen und noch ein Kleber wieder. Kleber, Tropfen. Für die Nägel. Und ich weiß ja eben genau, was sie da braucht. Da gehe ich rein, hole das und weg. Und daraus bin ich wieder. Wenn meine Schwester nicht mitgehen will, weil ich kann ja nicht einmal Busticket zahlen. Zu wenig Geld. Mein Papa ist schon weg, weil der sich mit einem Kollegen trifft und die gehen dann was essen halt. Und ja, da kann ihn einer mal fragen, ob er mir sonst vielleicht Geld geben könnte für ein Busticket, und dann würden wir zu Fuß runtergehen und mit dem Bus rauffahren, weil so weit ist es nicht. Aber da er schon weg ist, wird's blöd. Und ja. Dann werde ich jetzt ein bisschen Buch lesen. Das Buch heißt Mein Findelhund. Und nicht, dass falsch versteht, Windelhund, sondern Findelhund. Ich schreibe es ja nochmal hin. Da geht es halt einfach um eine Frau, die was das Buch auch geschrieben hat, die was ein Hund, und die haben halt einen Hund gehabt, und der Hund ist halt dann gestorben, und sie wollten dann halt wieder einen Hund und haben dann den Hund da aufgenommen und ja, ich bin jetzt gerade dabei, bis halt die Hundeschule besuchen. Ich lese nicht jeden Tag, deshalb brauche ich lang für ein Buch. Aber ich habe jetzt ungefähr, shit, die Hälfte schon gelesen von dem Buch. Glaube ich. Es hat 16 Kapitel. Die Hälfte von 16 ist. Muss man ausrechnen, ich habe jetzt keinen Bock. Weil ich bin jetzt Kapitel 9. Meine Lieben, es ist jetzt gleich, okay, 9 Minuten, 11:30 Uhr. Und die Katze dreht sich schon wieder mal weg, weil die Kamera da ist. Jetzt habe ich überall Haare. Ich habe gerade noch ein paar Seiten weitergelesen. Ich lese jetzt weiter, sobald er mich in Ruhe lässt. Ja. Dann wird jetzt eh gehen, wenn die Kamera da ist. Ich schwöre. Er hat so viele Haare. Nicht weil er eine Katze ist wegen Fell, sondern so lose Haare. Wisst ihr, wie ich meine? Dass ich überall so lose Haare. Sieht man die Haare überhaupt? Nicht, gell? Überall lose Haare. Und wenn man das so drüber fällt, dann hat man die voll in der Hand. Das sieht man nicht, gell? Doch, ganz leicht. So wie meine Haare gerade da hinten beim Kopf. Ganz leicht. Und weg ist er. Und irgendwas ist am Bildschirm.
Ja, und das mal halb ist, dauert immer lang, dann können wir Schwester halten. Meine Lieben, es ist jetzt 10 vor 12. Meine Schwester klingt, war Boxsack so 5 nach 12 ungefähr. Ihr wisst ja, vielleicht in der Schule, da dauert es immer 5 bis 10 Minuten maximal. Höchstens, wenn es wäre 15 Minuten, aber das ist schon wieder zu viel. Aber fast 10 Minuten meistens, 5 bis 10 Minuten, bis man aus der Schule rauskommt. Ja. Deshalb mache ich mal keine Sorgen, es sind erst 5 Minuten vergangen, dass sie kommt. Katze ist. Und ja. Ich habe mal jetzt angezogen, Jeans, Leibe und warte jetzt einfach. Und ja. Und ich bin beim Buchlesen gerade. Ich bin Seite 114 jetzt, Kapitel 10. Habe jetzt gerade, ich war letztens Kapitel 9, habe gerade ein ganzes Kapitel gelesen und lese gerade jetzt extrem viel weiter, weil das Buch einfach fertig werden will. Es hat nicht so viele Seiten und wenn ich nicht immer lese, dann werde ich echt lang brauchen. Mein Bruder hat mir noch angeboten, weil er hat so Comicbücher, The Walking Dead. Und von den Comics her sind die echt witzig. Also vom Lesen wird es wahrscheinlich mich nicht stören, aber die Sendung ist mir eindeutig zu brutal. Aber vom Comic her, nö. Hat er mir angeboten, ob ich mal probieren will. Ob mir schauen, ob es mir gefällt und probieren wir ein paar Seiten zu lesen. Ja, und das will ich schon gern machen. Und dazu muss ich auch vorher mal das Buch fertig kriegen, sonst habe ich wieder zwei, die ich angefangen habe. Und das ist nicht toll. ja. Ja, er hat gerade drei Bücher von The Walking Dead und er ist beim zweiten. Aber nur weil er sich Zeit lässt. Das hat er gesagt. Wenn er das nicht würde, hätte er die gleich alle fertig. Weil komisch geht so schnell zum Lesen. Und ich habe meine Nägel runtergetan. Warum auch immer. Wir haben gestern PlayStation gespielt. Mod Nation Racers. Und spiele ich halt mit meinem Papa. Und am Anfang gestanden, bin ja letzter geworden im Rennen und so, aber hat mich nicht gestört, weil ich erst mal wieder eingekommen habe müssen in das Fahren und mit der Steuerung, wie es fahren geht. Und dann war ich wieder super drin und dann bin ich Rennen hintereinander gefahren und erster geworden. Einmal Zweiter, einmal bin ich Zweiter geworden und sonst Erster. Hi! Und ihr seht, sie ist gerade da. Und es ist noch nicht mal ganz 5 vor. Also 5 vor 12. Wer ist mit umdrehen? Ich bin so scheu. Sollte helfen. Sissen. Nein, rennt mit der Katze. Sieht man das? Er starrt voll. Und jetzt geht er. Beleidigter. Was ist los? Nimm mal ganz schön vor und du bist schon da. Weil die gerade gegangen sind. Ich bin halt schlecht. Eigentlich bin ich eigentlich um 12 Uhr da, aber ich bin halt gerade gegangen. Boah, hast du kalte Backen, Frau. Das Mädchen hat voll kalte Backen, Wangen, hä? Oh. Naja,
Dann schauen wir mal, was wir zum Essen haben. Übung. Außer ich lese vorher noch fertig und dann ist sie, keine Ahnung. Auf alle Fälle habe ich Hunger. Und ich muss essen. Meine Lieben, hallo. Es ist jetzt 13.41 Uhr. Also gleich Viertel vor zwei. Und ich war ja jetzt kurz beim Bipper. Und zwar habe ich mal wieder die Tropfen von Essenz gekauft für die Nägel. Da steht oben trocknet Nagellack in Sekunden. Und einmal die Dose, die Box wieder mit den Nägel. Die falschen. Die habe ich ja schon. Genau die, weil da gibt es verschiedene. Welche, die vorne so flach sein, wie meine, wie die da. Und dann gibt es welche, die spitz sein und verschiedene halt. Und ja, weil meine gehen langsam aus und der Kleber, glaube ich, wird alle von leer. Jetzt habe ich nochmal gekauft und jetzt ist mir egal, wenn die anderen ausgehen oder wenn ich bei den anderen, dass sie nur vorher benutzen und die Tropfen meine Schwester die Nägel macht. Und die dann kann ich mal ein bisschen egal, weil dann habe ich da wieder welche. Aber ich schaue eh, meine Mama hat gesagt, dass es vielleicht schon gehen müsste bei den Nägeln, damit man sie weiter benutzen kann und da wegschmeißen muss, dass man mit Nagellackentferner halt die reinigt und dass da kein Aceton drin sein soll. Also hat sie gesagt, soll nicht rein sein, das ist wegen die richtigen Nägel, aber es ist ja das sind ja nicht die richtigen. Das ist ja Kunststoff und wenn das zusammen, wie heißt das, zusammenschmilzt oder so, deshalb, vielleicht wisst ihr ja da, ob das so ist, wie wenn man mal kackert, dass man auch da einen Nagellackentferner benutzen kann ohne Aceton. Oder ob man da Korn benutzen soll oder wie das ist oder ob es da einen speziellen gibt, keine Ahnung, sonst muss ich halt mal fragen. Aber ja, der Sachen wollen wir halt nachkaufen. Und da habe ich halt kurz gefragt, ob es auf die Seite legen darf, kurz. Und bin schnell zur Bank, habe ich halt machen können. Also, da hat's, war auch gleich in der Nähe ein Automat, Bankautomat. Da bin ich halt schnell hin, schauen, weil ich noch einen Zehner abheben wollte. Jetzt oben. Dann habe ich 1,95 Euro mit Bankomat zahlen müssen. Und das andere Bar. Weil die Dose kostet 10 Euro und der 1,95. Und die 1,95 Euro haben wir mit Bankomat zahlen. Nein, ich glaube, ich friss es nicht. Ich check's nicht. Irgendwas muss ich mit Bankomat bezahlt haben. Vielleicht habe ich mal, wo ich Nachmittag habe oder so, Jause mit Bankomat bezahlt. Doch, sicher habe ich das. Das fällt mir gerade ein. Ja, Corona. Corona. Dass ich das nicht mehr oben gehabt habe. Corona, dass es da nicht gegangen ist, wenn das Geld abknüpfen. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt die Sachen. Und werde jetzt Mod Nation Racers spielen gehen bei der PlayStation. Vielleicht filme ich auch ein bisschen. Mal schauen. Und ja. Und da ist meine Schwester. Hast du Hausaufgaben schon gemacht? Ja. Alles. Lese noch. Oder hast du heute keine Lesehausaufgaben? Ja. Aber? Ja, das passt schon. Lese aus, ich muss ja nicht so dran. Ich kann sowieso so gut lesen und rechnen auch. Ja, und Lesehausübungen sind zu tragisch, wenn du es später machst. Meine Lieben, es ist jetzt Viertel nach zwei, also 14.15 Uhr. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, das richtige Kabel zu finden, damit die PlayStation geht. Ja, mehr als wie das. Schauen wir mal, wie viel ihr sehen wollt vom Zimmer. Ihr seht da im Fernseher gespiegelt meine Schwester mit einem Katalog. Und ja, mal schauen, wann es endlich spielen kann. Ich zeige auch mal die Hülle. So schaut das Spiel aus. Das ist es. Mod Nation Racers. Und das Spiel jetzt. Also, du musst unten schauen. Und dann musst du oben schauen. Egal, probier es einfach. Wir sind nicht so tragisch. Probier es einfach. Irgendwann, wenn du wärst du so gut wie ich.
ihr habt gesagt, mach da nichts draus. Die Mama war alle schon. Die Mama war in der Scheiße schon mal ein bisschen mitgespielt hat. Magst du Auto oder andere Figur oder wechseln oder lassen? Wenn du dir lassen, wenn du sagst, du lass dir nach der Druckstar auf. Wir können halt die Strecken fahren. Oder? Na, kann man nicht. Man kann andere anfangen. Du kannst schon sein gemein, weil jetzt mal, wenn du da durchfährst, dann kippst du so um die, und bei den Grünen kannst du so um die Zahn vor der Schwarze warten, dann warte ich das schon mal. Okay, das war nur die Grünen. Nein, die gibt's gar nicht so jetzt nicht. Da gibt's nur die Grünen. Aber das ist das erste Mal, der Priorität. Frag mich doch nicht. Ich bin ja die schlechte Frau.
Und Bolle mal, weil ich hoffe, dass ihr eingestellt habt. Was? Wohin fahr ich denn? Irgendwie fahre ich nicht. Wir gehen vor irgendwie, dass ihr nicht einmal mehr vor. Echt? Alter, die sind da. Jetzt gibt's Gas, Alter. Jetzt gibt's Vollgas. Ich bin gerade da voll schlecht. Nee, bin nicht zurück. Aha, jetzt hab ich dich eingeholt. Aber du bist schon. Ich bin immer noch wieder zu warten. Mann, die sind alle weg. Ich hol ihn rein. Ich war jetzt echt schlecht. Mama! Oh, vierte ist nicht schlecht. Es gibt Schlechteres. Ich hab Gott nicht mehr. Wir kommen vor, dass der nicht immer mehr schaut schnell vor. Tja, nicht. Mach gar nichts was. Mach es zum ersten Mal. Meine Lieben, Moment. Wir spielen da gerade Magnation Racers. Also ich spiele jetzt gerade ein bisschen mit meiner Schwester. Wir haben es jetzt 15.40 Uhr. Und sie hat sich gerade zu Tode gelacht. Weil sie hat bei mir den Knopf gedrückt, dass ich bereit bin und wegen der Rennstrecke. Und vor allem ist es so voll hin und her gegangen. Auf jeden Fall wird es ein halbwegs kurzer Tagesflow. Lass es, man schmeckt es nicht. Und ja, hoffentlich hat es euch gefallen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal. Bilder kommen im Anschluss von 2 Tagen, von vor 2 Tagen.